US-Part-Time, diesmal mit einer Lindkugel. Lindor heißt die. Das war ein Tipp von Ismail aus Mannheim. Ey. Er hat recht gehabt, er hat mir ein paar Snaps geschickt auf Snapchat und hat, er weiß, dass ich auch so ein kleiner Foodporner bin, halt so mit dem Match, und dann hat er gemeint, probier die Teile, du wirst nicht bereuen, und er hat recht gehabt, ey, die zergehen im Mund, und jetzt probier ich halt einen Questbar damit, das heißt Fit Fiber oder Vita Fiber, ist egal, ist dasselbe, und ich werde hier noch 25 Gramm Whey Cookies and Cream reinhauen, kriegt ihr beides bei Rocky. Ist auch alles unten verlinkt in der Beschreibung. Die Teile habe ich vom Kaufland. Und jo, dann geht's gleich los. Bis gleich. Auch der weiße Honig genannt. Da haue ich jetzt hier 40 Gramm rein. Das waren 45. Da habe ich vielleicht doch zu doll gedrückt. Hier diese Form habe ich von Amazon, wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich es auch, Leute. Ich verraff's also oft, weil ich keine Zeit habe. Ich lade die Teile, die Videos so. So, egal, jetzt sind es halt 45 Gramm. Jetzt haue ich hier diese Kugel, haue ich hier rein, und das kommt jetzt in die Mikrowelle so. Für, ja, so 20 bis 30 Sekunden. Wie das hier schon verläuft, so. Jetzt haue ich 25 Gramm Whey rein. So, jetzt braucht ihr auch etwas Geduld, in der Ruhe liegt die Kraft, ja. Ihr müsst es jetzt wirklich so lange verrühren, bis es eine feste Masse gibt. Am Anfang, gerade wenn ihr es zum ersten Mal macht, denkt ihr, oh, ich habe es versaut oder was, das klappt nicht. Aber je länger ihr das wirklich vermischt, ihr müsst es auch wirklich komplett dann durch das Whey ziehen, so dass es einen Klumpen gibt dann am Schluss. Ich mach mich an die Arbeit, bis gleich. So, jetzt habe ich hier diese Masse, die habe ich geschenkt bekommen, ja, von Frank. Das haue ich jetzt einfach hier rein. Und das war's dann schon, Leute. Das tue ich dann in die Tiefkühltruhe. Ihr seht dann, wie das später rauskommt. Zack. Jetzt kommt sie in die Tiefkühltruhe, aber nicht so lange. Ich schätze vielleicht, ich koche jetzt was, und in dieser Zeit lasse ich es drin. Ich sage so schon Bescheid, ich schätze 15, 20 Minuten. Ich wieder. Das ist die Form, ich schwöre, ich lade es gleich hoch und schaue wirklich, dass ich es verlinke. Auch die, ich vergesse nämlich diese Form immer und mache es dann meistens in den Kommentaren. Wenn nicht in den alten Videos von den anderen Videos von den Questbars, habe ich es schon kommentiert, also den Link. So, hier ist das Teil. Ismail. Probiert's aus. Lindor heißen die Teile. Gibt's im Kaufland. Schmeckt willelos. Bis jetzt hat wirklich auch jeder Questbar, das hat so eine eigene Süße. Ich zeige euch noch die Makros, bevor dann wieder ein Schlauer kommt und sagt, bei so vielen Kalorien, dann hole ich mal lieber einen Questbar. Ich mache das hier wegen dem Geschmack. Ihr bekommt so einen Geschmack von den normalen Questbars niemals hin. Niemals. Ja? Also, die sind einfach brutal, Leute. Ich will euch hier nicht vollschmatzen. Ist noch einmal eine Lindkugel, 45 Gramm Fitfiber, 25 Gramm Whey. Das Ganze hat 250 Kalorien, 7,5 Fett, 8 Kohlenhydrate und 19 Protein. Ich hätte auch zwei Kugeln reinmachen können, aber dann wäre ich gestorben. Wie gesagt, Kalorie wäre hier rumpi. Ich meine, hier geht es richtig um den Foodporn-Faktor, also vom Geschmack her, ja, Kalorien, pff. Wenn ich auf die Kalorien schaue, esse ich gar keinen, fertig. Also, bis dann, Leute.